Heute ein ganz kurzer Tipp, ein sowas von kurzer Tipp. VLC Media Player Multimedia. Da haben wir den VLC, ne? Falls noch nicht installiert. Sudo apt-get install VLC oder übers Software Center oder wie auch immer ihr wollt installieren. Da ist mir etwas aufgefallen. Ne? Ich hatte ja einen Multimedia PC mir gebastelt und eine eher versteckte Funktion ist mir da unter die Finger gekommen, habe ich so noch nicht so bemerkt. Wiedergabeliste. Ja, Wiedergabeliste. Ne? Da denkt ihr jetzt, naja gut, jetzt klickt er meinetwegen zum Beispiel auf ein Video, kriegt er eine Wiedergabeliste. Ist doch langweilig, aber interessant ist da Internet. Internet, da müsst ihr mal gucken. Internet, zum Beispiel hätten wir da Yamendo Selections. Jetzt muss man da ein bisschen warten, ne? Je nachdem wie schnell eure Internetverbindung ist, baut sich dann plötzlich eine Wiedergabeliste aus. Aus den Ergebnissen aus dem Internet, ne? Zum Beispiel Musik Top 100 dieser Woche, ne? Und schon kann man hier lockerflockig das abspielen. Wer sowas zum Beispiel, ja, gut, unter Yamendo muss man das nicht extra nochmal streamen, weil es gibt sowieso dort kostenlos runterzuladen bei Yamendo. Aber wer jetzt zum Beispiel einen anderen Stream hat, möchte den aufzeichnen, ne? Ansicht, erweiterte Steuerung. Und dann seht ihr hier aufnehmen. Da habt ihr dann so einen roten Knopf, ne? Im Moment ist er dunkel, weil ich jetzt mein Video nicht mit dem Sound belasten will. Interessant ist auch channels.com. Immer dann, wie gesagt, so ein bisschen warten, bis sich das aufgebaut hat. Ne? Da ist zum Beispiel TV in Film. Da gibt es zum Beispiel Filmtrailer. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, The Hobbit oder Star Trek Into the Darkness. Ne? Da muss man vielleicht mal einen Moment warten, bis ich das aufgebaut habe. Doppelklick darauf. Dann sollte hier vorne vor ein kleiner Pfeil erscheinen. Ne? Immer so ein bisschen warten. Und dann kann man wieder runterklappen. So. Da wäre dann zum Beispiel In Darkness, das war es nicht. Gut, ZDF gibt es hier zum Beispiel auch mal Doppelklick, da kommt wieder ein Untermenü. Heul doch, Baby. Wer das schon über die Liste wollte, das ist, kann er schnell mal gucken, ne? Hanna, Frohe deinem Herzen, ja gut, das ist es jetzt nicht unbedingt, aber so, ihr wisst, was ich meine, ne? Gibt's hier, ne? Irgendwo habe ich so gefunden, den Hobbit, mal so eine Vorschau, immer so ein Trailer oder wie auch immer. Irgendwo da, The Hobbit, ein Unexpected Journey, ne? Wäre da sowieso mal, ne? Da, und da könnte man draufklicken und so Meet the Cast. Erst kommt da so eine Dame, die babbelt dummes Zeug, aber dann kommen so kleine Filmausschnitte, das ist ganz witzig. Oder Star Trek Into Darkness, ne? Da gibt's dann wieder den Teaser, also so eine Art Vorschau-Filmchen. Mache ich jetzt hier nicht. Nicht, dass ich da irgendwelche Copyrights verletze. Könnt ihr selber schauen. Wie gesagt, es gibt diesen kleinen Aufnehmen-Knopf rund hier. Ne, ich mach das mal noch ein bisschen deutlicher. Der Aufnehmen-Knopf ist der da, ne? Der kleine Runde da. Dann könnt ihr aufnehmen. Ist das zum Beispiel Musik? Landet es dann in eurem persönlichen Ordner in Musik? Die aufgenommene Musik vom Stream? Das finde ich ganz witzig, ne? Ansicht, Wiedergabeliste, L einfach drücken geht auch. Und schon geht das mit dem VLC. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.